Frage, vielleicht kann Herr Meckle das auch versagen. Und zwar sprachen wir schon an, dass der Schalle von Lewandowski Auswirkungen waren. Auch diese Fälle scheinen sich ja in der jüngeren Vergangenheit zu häufen. Worauf führen Sie das zurück? Ist das der gestiegene Erfolgsdruck zum Beispiel? Und wenn ja, spielen Sie den zum Beispiel auch? Beide. Thomas, komm, der hat dich angesprochen, ich habe nichts mehr. Komm ich wieder aus der Kiste nicht raus. Also, ich glaube, das ist ja kein Phänomen, was wir jetzt nur im Profisport oder im Fußball kennen, sondern dass das insgesamt Burnout in unserer Gesellschaft immer präsenter ist, aber weil es auch damit zusammenhängt, dass die Leute auch mehr dazu stehen, dass es nicht mehr als Schwäche ausgelegt wird, sondern dass es tatsächlich eine Krankheit ist und einfach in dem Moment eine Überforderung darstellt. Und logischerweise betrifft das auch den Fußball. Und ich glaube, um auf den Anschluss Ihrer Frage zu kommen, ob wir das auch verspüren, ich glaube, dass jeder in dem Bereich wissen sollte, dass Burnout nicht so weit weg ist, wie viele denken, auch was dieses Thema Depressionen angeht. Und dass es dann immer um auch eine Burnout-Prophylaxe geht, Spannung, Entspannung und solche Themen auch mal innehalten. Und wenn wir das alle berücksichtigen, dann glaube ich, ist das schon mal der erste Punkt. Und logischerweise macht der Burnout auch nicht vom Fußball halt. Und deshalb ist es jetzt für mich nichts Neues und hat auch nichts mit Erfolgsdruck zu tun, sondern ich glaube, es geht schlichtweg, dass man sich in bestimmten Situationen an der Stelle aufgrund von Lebenssituationen überfordert fühlt und dass man dann professionelle Hilfe in Anspruch nimmt, wie es übrigens auch Ralf Rangnick getan hat und der jetzt wieder mit Leipzig total in der Erfolgsspur ist. Also dass das dann auch nicht als Schwäche gesehen werden sollte, sondern einfach, ja, ich brauche gerade in dem Moment Hilfe und dann ist das Ganze auch überstanden. Kann man selbst da denn gegensteuern? Also ich meine, es gibt ja möglicherweise Menschen, die stärker auf die Erwartungen reagieren und versuchen, das durch Ehrgeiz und Engagement und das in übertriebenem Maße irgendwie zu kompensieren und dadurch dann in den Burnout geraten. Also haben Sie sich da besser im Griff? Ich glaube, das hat nichts damit zu tun, dass man sich besser im Griff hat. Sondern ich glaube, es geht wie gesagt um Themen wie fühle ich mich gerade, wie ist meine Wahrnehmung gerade, wie voll ist mein Schreibtisch, komme ich mit dem ganzen Themen klar, wie sehr bin ich beansprucht, kann ich auch abschalten oder bin ich 24 Stunden permanent mit gewissen Dingen beschäftigt. Das meinte ich ja auch, dass es dann schon in die Richtung Prophylaxe geht, dass man für sich auch mal Stunden der Entspannung finden sollte, ob das über Sport der Fall sein kann, über Meditation der Fall sein kann oder auch über eine professionelle Prophylaxe. Also darüber sprechen wir auch. Also das ist jetzt nicht so, dass das irgendetwas vollkommen Kurioses ist, was auftritt, sondern das sind Krankheiten unserer heutigen Gesellschaft, die jetzt zu Tage treten, weil die Menschen auch einfach darüber sprechen. Früher hat man, glaube ich, gar nicht darüber gesprochen. Früher gab es das auch, aber man hat sich nicht getraut, damit an die Öffentlichkeit zu gehen. Und so wie es aktuell ist, finde ich es gut, wenn man damit sehr tolerant umgeht und auch ganz klar sagt, es gibt wieder ein Zurück in den Job hinein. Und da, wie gesagt, ist Ralf Rangnick aus meiner Sicht ein Paradebeispiel, der das wunderbar gemeistert hat. Und an der Stelle, glaube ich, Ewald, da kann ich für dich mitsprechen, wünschen wir das dem Sascha Lewandowski auch von ganzem Herzen, dass er den Schritt zurückpackt, wovon wir aber auch ausgehen. Okay. Besser kann man das nicht erklären, als der Thomas das gerade gemacht hat. Dankeschön. Ich würde das Ganze nur kaputt machen, wenn ich jetzt auch noch was sagen würde.